Hallo Leute, der katzenartige Maxwell wartet heute auf euch. Ich würde sagen, wir legen direkt los zum ABC-Eisberg. Da gibt es nur einen Starride und 8 Starride-Splitter. Das ist ja nicht so viel. Dann bin ich mal gespannt. Oha, das ist aber eine große stinkende Sonne. So, wir sind jetzt hier und mal schauen, will der direkt was hier? Gib mir ein Tierkreiszeichen zum Entdecken. Dann gebe ich ihm mal das Beste. Okay, schade, geht nicht. Dann gebe ich ihm halt Zwillinge. Denn ich bin natürlich auch ein Zwillinge. Sternzeichen. Und jetzt kannst du dir das mal genauer anschauen. Ja, sehr schön. Zwillinge, richtig. Versuche die anderen Sternzeichen zu finden. Okay. Wie, versuche die anderen Sternzeichen zu finden? Ist das jetzt meine Aufgabe? Keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Ich will ein neues Zuhause. Ja, dann nimm doch einfach mal eine dicke Villa. Zack, scheiß auf dein altes Haus. In so einer Villa lebt es sich doch richtig gut. Ich kann jetzt als der Bruder Chili spielen, okay? Na gut, was hat sie denn? Zeig mir etwas, das ich im Weltall beobachten kann. Okay, wie wäre es mit einem leuchtenden Kometen? Okay, das war jetzt nicht so gut. Oh, da ist noch der Saturn, der Mars, die Venus, Uranus, Saturnringe. Oh, was ist das? Jupiter? Mond? Merkur? Und Pluto, oder was? So, warte mal, ich will jetzt mal schauen, ob ich recht hatte. Also, nee, das ist einfach nur ein Exoplanet. Okay, das ist aber der Mars. Das ist Pluto. Okay, kannst mal sehen, das soll Pluto sein. So, das ist Uranus, da hatten wir, glaube ich, recht. Das sind jetzt auf jeden Fall... Ach, ein Asteroidengürtel. Das soll die Venus sein. Na gut. Was haben wir dann... Was? Oh nein, der Gletscher schmilzt und der Wasserspiegel steigt. Versuche das aufzuhalten. Okay. Da könnten wir natürlich einfach ein Adjektiv hinzufügen und zwar eine kleine kalte Sonne. Erderwärmung stoppen. So, Auftrag erledigt. Dann war das hier der Jupiter, okay. Und das ist der Neptun. Stimmt, der Neptun fehlt ja auch noch. Dann fehlt aber trotzdem noch der Saturn. So, machen wir den hier hin. Ha. Auch wenn der hier hinten war, der glaube ich doch schon, aber hieß ja einfach nur Exoplanet. Na gut. So, was habe ich hier denn noch? Hier soll das ein Schneemann werden. Ich will ein Schneemann sein. Ja, was braucht ein guter Schneemann? Ein guter Schneemann, der braucht natürlich ein, schwarze Schal. So, und schon haben wir eiskalt diese... Sachen in einen Schneemann verwandelt. Meine Güte, wir sind ja heute richtig gut und richtig schnell dabei. So, die Erderwärmung haben wir auch gestoppt. Hier geht's in eine Höhle. Hier geht's in eine andere Welt. Ah ja, hier hinten sind aber noch Leute. Was ist das für einer? Ein Bildhauer. Ich will eine Skulptur aus diesem Eisblock machen. Ja, das ist doch ganz klar. Da brauchst du eine scheppernde alte Motorsäge für. Eine schaudernde dann halt. So, ja, sehr schön. Da macht er einfach so einen Schwan draus. So, mal schauen. Bitte lächeln. Bitte lächeln. Okay, der Yeti will wahrscheinlich, dass ich ein Foto von ihm mache. Dann geben wir uns mal ein Fotoapparat. So, und dann würde ich mal sagen, benutzen wir den. Zack, bitteschön. Ein schönes Bild von dir. Kannst du dich drüber freuen? Mist, der Yeti hat dein Foto aufgefressen. Na gut, kann er ja machen. Sein Problem. Das ist schon der letzte Starride-Splitter hier. Ein Pinguin. Ich bin für einen festlichen Anlass angezogen. Ja, das sieht man aber noch nicht so ganz. Du brauchst nämlich noch die wachshaltige kurze, dicke Krawatte. So, mal schauen, ob das klappt. Ja, sehr gut. Die passt doch zu dir, mein lieber Freund. Nimm die Krawatte.
Der will die Krawatte nicht umnehmen. Na gut, dann brauchst du halt ein Sakko. Ein Sakko gibt's nicht. Einen Anzug. So. Okay, will er auch nicht. Wie wäre es denn mit Parfüm? Oh Gott, wie habe ich ein Parfüm geschrieben? Tut mir leid, ey. Ach du heilige Scheiße. So, ein Parfüm will der Typ auch nicht. Okay, dann hauen wir die ganze Scheiße hier mal wieder weg. Also, der ist für einen feierlichen Anlass angezogen. Achso, vielleicht will er auch den feierlichen Anlass haben. Wie wäre es mit einer Hochzeit? So, bitteschön, hier alles, was eine Hochzeit braucht. Hier hast du eine Hochzeitstorte. Und hier ist dein Bräutigam. Und so weiter und so fort. Genau, jetzt haben wir ihm einfach gesagt, wofür er so angezogen ist. Okay, die Starride-Aufgabe hier wartet natürlich noch. Santas Flug. Hilf Santa bei der Vorbereitung für seine große Nacht. Okay. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was wir hier so machen müssen. Da ist Santa. Und wir fliegen sogar auch gerade noch. Santa ist zu spät dran. Hilf ihm, indem du 3 Geschenke für brave Kinder in seinen Schlitten legst. Ja, brave Kinder. Was brauchen brave Kinder? Brauchen natürlich eine dunkle Spielekonsole. Spielhölle, nein. Nein, nein, nein. Spiel. Oder machen wir so, Handheld. So. Ein Geschenk. Was bekommen brave Kinder noch? Brave Kinder bekommen natürlich eine schuppende Puppe. Eine Spielzeugpuppe, bitteschön. So. Und die Kinder bekommen natürlich eine ranzige Teddybär. So, das sollte doch reichen. Leg auch etwas für böse Kinder in den Schlitten, nur für den Fall. Ja, böse Kinder, die bekommen natürlich eine stachelige Peitsche. So, Katsching, her mit der Peitsche und rein damit. Ey, was soll da rein? Auffüllen. Okay, eine stachelige Peitsche nicht. Dann halt ganz klassisch eine dornige Rute. Ja, dann halt hier, Sonnepeitsche. Nee, ach shit, das ist jetzt wieder Sonnepeitsche. Machen wir nochmal dornige Rute. Und dann machen wir diesmal den Stock. So. Auch nicht, das ist auch nichts für böse Kinder. Was könnten böse Kinder denn bekommen? Eine einen bösen Clown. Nein, das wollen die auch nicht. Füge auch etwas für böse Kinder in den Schlitten, nur für den Fall der Fälle. Wie wäre es mit eine heiße Rassel. Keine Ahnung. Hier so eine Kinderrassel. Ne, keine Ahnung. Da müssen wir wohl auf den nächsten Tipp warten. Eine Route geht ja leider nicht. Oder wenn ich nur Route mache, vielleicht reicht das ja auch schon. Nee. Nur für den Fall das. Na gut, wie lange muss ich noch warten? 5 Sekunden für einen Tipp. Dann warten wir nochmal kurz. Ein kleiner Tipp am Rande kann ja nicht schaden. So, manchmal denkt das Spiel auch ein bisschen anders als ich. Bekommen kein Spielzeug. Ach, sag bloß. Dann bekommen die Kinder halt einen schlechten Apfel. Nein, das ist es auch nicht. Eine Kartoffel. Ja, böse Kinder kriegen eine Kartoffel. Ernsthaft? Ich glaube, es geht los, ey. Ja, ja, damals hat man immerhin noch Routen bekommen, da war noch alles gut. So, was ist jetzt hier schon wieder los? Ich glaube es ja nicht. Beseitige den Schnee von der Startbahn, damit ich in meinen Schlitten abheben kann. So, wie beseitigt man den Schnee? Natürlich mit einer Schneeraupe. So. Okay, das geht nicht so ganz. Kann ich den Schnee nicht wegschieben vielleicht?
Nee, das klappt auch nicht. Okay. Dann müssen wir Volodybel aussteigen. Und dann machen wir es halt anders. Dann geben wir uns einen großen Flammenwerfer. So. Bitteschön. Und jetzt wird das hier hoffentlich alles schön verbrannt. Oh ja, so muss es sein. Zack. Einmal hier durchbrennen, bitteschön. So, den da hinten verbrennen. Ja, du weißt, wie man es macht, mein Lieber. Zack. Dieses Mal schafft es seine Nase einfach nicht. Wende ein Adjektiv auf das Rentier an, damit es den Nebel durchleuchtet. Okay, es soll den Nebel durchleuchten. Dann bekommt es auf jeden Fall ein Adjektiv von mir. Und zwar erstmal... Lumineszierende. Okay. Lamaschießende. Es ist eine Lamaschießende. Okay. Trotzdem bekommt es dann noch leuchtende, bunte, glitzernde. So, bitteschön. Damit solltest du den Weg finden. Aber die Peitsche ist auch noch mit dran. Schaut euch das mal an. Ja, da hebt er ab. Ho, ho, ho. Haben wir es geschafft? Ja, das war's, liebe Leute. Wir bekommen unseren Star Raid, der hier oben... Oh, nee, er ist runtergefallen. Egal, wir können ihn trotzdem noch einsammeln. Und haben jetzt endlich den Star Raid Nummer 55. Wow, das ist mal eine ordentliche Hausnummer. Und dieses Level wäre damit auch wieder einmal vollständig abgeschlossen. So, wo müssen wir denn jetzt als nächstes hin? Jetzt geht es in die Western-Region. Wow. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier an, in der Staubebürstenschlucht. Ein Starrite und 9 Starrite-Splitter warten dort auf uns. Na, da bin ich ja mal gespannt, was uns hier erwarten wird. Oh, da unten sind noch Gangster. Da oben ist ein fliegender Büffel, wow. So, was bräuchtest du denn jetzt hier? Wir können den fliegenden Büffel nicht damit jagen. Verwende ein Adjektiv, um unsere Pfeile zu verbessern. Ja, die Pfeile, das ist natürlich leicht, sind magische, zielsuchende Pfeile. Ja, dann sind sie halt zischend. So, und damit, wow, damit hat's geklappt. Warum kam da jetzt so ein Lauch raus? Ein Sellerie war das, okay. Egal, wir haben eine Aufgabe abgeschlossen. Wir können wieder glücklich sein. Aber hier haben wir direkt die nächste. Tony, ein Bandit hat mein Geld gestohlen. Bringe es mir bitte zurück. Okay. Das ist wahrscheinlich dann... Nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre jetzt der Schalter hier für diesen Stein. Ein riesigen Felsbrocken. Kann ich auch nichts mitmachen. Na gut, dann schauen wir mal, was die Frau hier möchte. Finde einen Weg, damit ich gefahrlos mit meinem Haustier spielen kann. Okay, dann könnten wir den natürlich einfach mal eben ungiftige, ungefährliche, ungefährliche Blinde. So, das sollte doch klappen. Oder jetzt kann der Skorpion eigentlich nichts mehr falsch machen. Oh, der ist größer geworden. Ja, fütter den noch mehr. Du hast doch einen an der Waffel. Ey, wie groß soll der bitte werden? Was ist das jetzt für ein Adjektiv? Was ist das für ein Adjektiv? Überdimensional. Ah, okay, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal benutzt. Hier vorne ist eine Starrite-Aufgabe. Okay, Leute, da würde ich sagen, die Starrite-Aufgabe erledigen wir direkt beim nächsten Mal. Denn wir haben jetzt schon wieder gleich fast die Viertelstunde um. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis morgen. Mach es gut. Ciao.